Internet willkommen zu einem weiteren Teil hier in unserem RP Real Farming LS19 meets Reality. Mit dabei ist Volker. Servus, Jürgen. Moin. Alles fit? Jo, klar. Jo. Morgen ist die also hier so später ist noch morgen, die Versteigerung eventuell, oder? Ja, also, ja. Eigentlich ist er da angesetzt. Karren durchchecken. Jo. Hier ist der von Harry, ne? Ne, von der Stadt ist der, ne? Mit welchem. Ich bin mit dem gekommen, oder? Das war dann der von der Gemeinde. Glaube ich. Ja, ja, Gemeinde. Müsste der sein. Jo, ich mach mich auch mal vom Acker, ne? Hier. Hä? Jo. War das der? Ja, ja. Sicher. Da drüben ist deiner. Wo? Da drüben. Ach so, nee, dann lasse ich den hier stehen. Dann ist das der von Harry. Harry? Ja, ja. Muss ich ihn auch noch durchchecken. Okay. Ja, dann ist das. Warte, guck noch mal rein, wie viel Stunden der drauf hat. Ich gehe mal kurz beim anderen gucken. Wie viel? 2,4. Nee, der hat Frontlader, das ist meiner hier. Okay. Also, tschö. Bis später. Albert? Also, jo. Hallo? Jo. Ah, hi. Ich komme jetzt zum Hof. Ich würde. Ne, warte, zum Feld komme ich. Ernten, ne? Oh ja, ernten ist mal. Ist der das Lohnunternehmen schon da mit dem Drescher? Ja, da steht schon. Ich tue den jetzt anhaken und dann. Gut. Okay. Weißt du, wo der Hänger steht? Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Beim. Aber ich habe gerade festgestellt, hast du schon mal angeguckt? Feld 120. Was? Nee, wer da gesät hat. Warum? Oh, da fehlt so ein ganzes Stück. Ja, da war die Saatgut leer. Oh shit, ey, der Tiefenlocker ist so breit. Ich guck mal gerade, ob bei Kartonproduktion da irgendwas steht. Ne, da stehen nur noch Leerpaletten. Da wird der Wald stehen, da werde ich. Ja, ich glaube auch. Ja, warte mal, aber dann könnte ich doch hier. Uns gehört doch die Kartonproduktion, oder? So. Ja, dann könnte ich das nämlich auch gleich mal checken, wie das hier aussieht. Karton ist voll, da stehen noch zwei Leerpaletten rum. Okay. Aber Wasser müssen wir noch organisieren dann. Aber die Stadt hat auch noch nicht angefragt wegen Wasser, gell? Nee, noch nicht. Bei mir ist noch nichts angekommen. Okay. Na, ich fahr mal zum Feld. Ich habe ja noch einen Tiefenlocker gekauft. Bin dann gleich da. Hoffentlich. Liebe Leute, an dieser Stelle mal, wenn euch dieses Projekt gefällt, würde ich mich natürlich über einen Like freuen oder auch ein Abo. Ich habe festgestellt, beziehungsweise sagt mir Google, dass 57% meiner, YouTube sagt mir natürlich, dass 57% meiner Menschen, die meine Videos schauen, noch nicht abonniert haben. Also dann mal flott hier auf Abonnieren klicken. Das wäre fein. So, ansonsten sind wir hier natürlich in unserem Roleplay Grünfelder Land. Real Farming. Wir müssen mal gucken. Ich habe ja letzte Woche, beziehungsweise gestern, in der Folge gestern, ein paar Fahrzeuge besichtigt beim Bauhof.
die wir, wovon wir vielleicht den einen oder anderen kaufen könnten, um ein bisschen besser arbeiten zu können, weil wir haben ja nur einen Traktor im Moment. Den zweiten, den ich hier fahre, der ist ja nur geliehen. Den muss man demnächst wahrscheinlich wieder zurückgeben. Um 18 Uhr müssen wir oben beim... wo haben die geschrieben? Beim Bauhof. Und beim Bauhof müssen wir da sein. Albert? Jo. Bist du am Ernten? Jo. Okay. Dann hole ich einen Anhänger. Brauchst du ja bloß irgendwo hinstellen an der Seite. Jo. Dann pack grad das Vorgewende. Dann gucken wir mal, dass wir vorwärts kommen. Können wir das Feld eigentlich nochmal benutzen? Das war doch geliehen, ne? Nee, die Pacht ist nach der Ernte abgelaufen. Oh, da kommt doch einer mit dem Traktor. Oder? Das bin ich. Eigentlich ist die Pacht schon abgelaufen. Aber ich muss mal mit Raisix noch quatschen, dass wir hier eine neue Pachtvereinbarung aufsetzen für die Gemeinde. So ein bisschen länger, ne? Dass man das auch mal ein bisschen länger nehmen kann, ne? Ja, aber das müsste man abhängig machen von den Ernten, glaube ich. So. So. Dann könnte ich eigentlich gleich mal anrufen. Der letztes Mal nicht ein schwarzes Schneidwerk? Nö. Nee. Ja, doch, kann sein. Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber das passt. Hauptsache, das mäht gut ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der Anhänger steht. Ich glaube nämlich hier steht er. Ah nein, der stand doch. Lol, bin ich dumm. Ich war doch gerade beim Hof, der stand am Hof. Der Hänger? Ja. Hab's noch nicht realisiert. Hattest du eigentlich den Manitou mit Palettengabel runtergefangen? Der ist im Wald. Okay. Das funktioniert auch mit der großen Schaufel. Jo, super. Müssen wir mal gucken, wie viel Holzkohle wir schon haben. Müssen wir, glaube ich, noch mal was reintun, ne? Sägeschwäne hier an gehackten da, oder wie das Zeug heißt da. Sägespäne, Hackschnitzel. Ich meine, sie bremsen hier ein bisschen schlecht. So, da hinten stand er doch. Jawohl. Dachte ich auch gerade, da steht was Gelbes drin. Das könnte unser Anhänger sein.
haben wir drauf? Sojabohnen, ne? Ja. Ein gutes Geld. Haben wir da schon einen Abnehmer? Hatte ich das nicht dem König angeboten? Nö, nee, noch gar keinen. Rufe ich den mal an. Vielleicht nimmt der uns das ab für seine Schweinskis. Wo bist du denn? Wie voll bist du? Ich bin doch gerade mal. Och, ich bin 43%. Okay, dann. Hast du jetzt ein komplettes Vorgewende? Ja, stürzt ihn einfach irgendwo ab. Ja, mach ich. War immer im Kreis eine ganze Weile. Dann geht er so. Gut, dann telefoniere ich mal kurz mit dem Jürgen. Ja. Gleich. Oh, da oben kannst du nicht abstellen, dann brauchst du nicht so weit fahren. Jo, bin da mal telefonieren. Hallo? Jo, Volker. Nee, Jürgen. Hi Jürgen, Volker hier. Moin. Das mit der Pacht. Was ist da jetzt? Die Pacht? Die Pacht ist ja eigentlich schon abgelaufen. Ja. Du hattest ja gesagt, eine Woche. Nee, zwei Wochen, hast du gesagt. Ja. So. Kannst du da was ändern dran? Kann ich verlängern, ja. Nee, nicht verlängern. In der generell was ändern. Also vielleicht, ja, dass man sagt, dass es nach Ernten geht. Ja, können wir machen. Du bist ja im Stadtrat. Ja, stimmt schon, aber du hast das alles unter dir. Ja, ja, wenn ich aber vom Stadtrat gesagt bekomme, das ist ja Gemeindeparzelle. Mhm. Ich trage das ja nur ein. Jo. Wenn ich dafür vom Stadtrat gesagt bekomme, dann kannst du das so machen, das kann ich immer. Okay, dann kläre ich das mal im Gemeinderat. Also meine Idee wäre, dass du 2 bis 4 Ernten anbietest. Mhm. Aber ich würde es mal mit dem Neumann und mit dem Müller noch klären. Ja. Gut. Und okay. Ansonsten 18 Uhr bei dir, habe ich gelesen. Jo. Okay. Das hatte Neumann abgesegnet. Er hat es ja selber geschrieben. Ah ja, stimmt. Da war was. Okay. Jo, gut. Bis später. Danke erstmal. Tschüss. Ciao. So, Leute. Hallo. Hallo, Herr Müller. Jo. Du, wir sind ja gemeinsam im Gemeinderat. Korrekt. Bist du schon wieder am Mampfen? Nee. Hat sich's angehört. Ein Schmatzen. Ich bin ja am Überlegen, ob wir da ein bisschen unseren Landwirten entgegenkommen sollen. Mit den Pachtgebühren für Felder. So, dass die gesenkt werden? Nicht unbedingt gesenkt, sondern dass sie halt auch also verbesserte Konditionen. Bessere Konditionen, beziehungsweise auch eine Garantie, dass sie auch für ihre Pacht was bekommen. Also im Moment ist es, ich glaube 10%. Moment, ich bin hier nebenbei am Tiefenlockern. Ja, ja, ich lade gerade ein Camp Ideal auf dem Tieflader. Im Moment ist es so, dass 10% der Parzellenpreis ist eine Pachtgebühr. Für 2 Wochen. Aber innerhalb von den 2 Wochen ist natürlich nicht gewährleistet, dass der Bauer auch ernten kann. Also eventuell zu wenig erntet. Ups. Und dann lohnt sich's nicht. Ja. Deshalb wäre meine Idee zu sagen, dass wir den Preis beibehalten, aber der Bauer auf jeden Fall 2x ernten darf. So, Sie meinen, dass das nach Ernten geht, die auf dem Feld gemacht wurden? Genau. Klingt doch eigentlich gut. So, das heißt, da kann ich mit Ihrer Unterstützung rechnen. Das haben Sie richtig erkannt. Dann würde ich das mit dem Herrn Neumann noch abklären. Jo, machen Sie das mal.
Gut, dann bis die Tage. Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Ebenso. Busch ein Blitzer ist. Ja, das ist mir aufgefallen. Ist dein Telefon bei 6? Moment. Ja, hallo? Hallo? Ich glaube, das ist deins. Hä, aber warum wird meins? Neumann? Hallo, hier ist der Herr Neumann. Ja, Marlon, wie lange brauchst du, bis du ans Telefon gehst? Hallo? Jo, was ist los? Du, es geht um die Pacht. Wir sollten da was im Gemeinderat neu machen, neu beschließen. Ja, könnten wir ja gleich mal machen, wenn nach der Versteigerung. Oder? Ja, dass wir da drüber quatschen. Jo, das passt mir ganz gut. Ich bin gerade auf dem Feld unterwegs und muss tiefen lockern. Ja. Bin ich hochkonzentriert. Stupides Hin- und Herfahren. Jo. Gut. Alles gut bei dir? Ja, muss, ne? Viel zu tun, oder was? Nö, im Moment ist Pause angesagt. Okay. Gut, dann treffen wir uns nachher beim Jürgen. Genau. Und tschüss. Tschüss. So, gut, dann haben wir einen vom Gemeinderat schon mal hinter uns für die Entscheidung. Und den anderen kriegen wir bestimmt auch noch dazu. Aber dann war es das auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und schaut morgen um 16 Uhr wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.